Herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin von mir, Gameplays als Hobby, und begrüße euch, wie gesagt, in 2K hier. Heute mal wieder mit offenen Haaren. Ich habe Haare gewaschen. Und ich habe gerade gesehen, bevor ich jetzt angefangen habe, auf Aufnahmen zu drücken, wollte ich mal gucken, was wir so alles haben. Oh, jetzt ist grau. Vorhin war das noch gelb, weiß, also so. Okay. Wir haben jetzt eigentlich nichts mehr anderes zu tun. Das Monolith können wir noch nicht lesen. Monolith. Und ja, wir haben eigentlich nichts zu tun, außer den Hauptauftrag. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinten hin. Wir schauen jetzt nochmal hier beim Händler vorbei, da wir, ich glaube, das letzte Mal erhöht haben, dass wir auch größere Munitionstaschen kaufen können. Das heißt, da gucken wir nochmal beim Händler vorbei. Und da schauen wir nochmal hier wegen diesem Adler. Ich nehme an, das ist das Nest, was wir da gesehen hatten im letzten Teil. Und da gehen wir da halt mal hin. Und ich nehme an, wenn wir das Nest ausgeplündert haben mit Adlerfedern, ich glaube, das ist dann die Aufgabe gewesen. Das ist nur die Frage, wie kommen wir da oben hin? Es war ja irgendwo da oben, so gesehen. Gehen jetzt erst nochmal hier rein zum Händler. Ach, ich will immer E drücken. Hi. Hi. So, was haben wir denn? Okay, größere Waffen haben wir hier wohl nicht. Wobei ich mir auch überlegen bin, ob ich hier dieses Maschinengewehr kaufen soll. Stärke ist der Schaden, das ist natürlich immer besser. Hat die Durchschlagskraft eines LKW bei 30 km/h allerdings eine geringe Feuerrate. Ja, ich meine, das macht ja nichts, dann verschießen wir weniger. Und ich glaube, wir werden es uns auch einfach jetzt mal kaufen. Exzellente Lektion. Und dann gucken wir mal, was wir nochmal so verkaufen könnten. Wir verkaufen jetzt einfach mal das komplette Gold. Disfrútelo. Weil das Gold können wir an sich nicht wirklich gebrauchen. So, das ist schon wieder fast voll. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal... Oh, das geht sogar. Es un buen trato para ambos. Überall nochmal so ungefähr die Hälfte, also nochmal so 10 Stück. Disfrútelo. Und hier, keine Ahnung, machen wir 9. Es un buen trato para ambos. Da haben wir wenigstens auch schon wieder unser Gold schon wieder drin. Und ja. Stärke Munitionskapazität. Das brauchen wir ja nicht. Mehr Erfahrung von lautlosen Kills. Ich glaube, das wäre eigentlich auch gar nicht mal so übel. Wir werden ja hauptsächlich versuchen, lautlose Kills zu machen. Deswegen nehmen wir auch das hier mal mit. Ein Schalldämpfer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Okay. Habe ich nicht mehr genug Geld dafür dabei. Stärke Schaden. Was hieß bis heute an Munitionskapazität fehlt, macht sie locker mit ihrem Schaden wett. Gut, wir haben schon eine sehr gute Schadenswaffe bekommen. Von Marco. So, von hier aus kommen wir... Nicht da raus, oder doch? Ne, da können wir bestimmt nicht hochklettern. Kann ja noch nicht mal hüpfen hier drin. Le interesa comerciar? Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Gleich da, Lara. Da lachte Jonah, dass ich nichts kaputt mache. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, hier ist ein Lager. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da können wir gleich das Holz wieder einsammeln. Da haben wir jetzt hier 3 Holz verbrauchen. Trinity ist angespannt. Huch. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Hat auch was Positives. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. So, Inventar. Wir haben ja jetzt uns eine neue Waffe gekauft. Das haben wir, glaube ich, ausgerüstet, ne? Ne, das hier haben wir ausgerüstet. Hey, ist es mal geblieben. Und wir haben ein Upgrade? Die Feuerrate, ja gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
So, die Waffe ist auf jeden Fall etwas stärker zumindest. Mal schauen, was wir hier so alles als Upgrade haben. Auf jeden Fall nochmal Schaden. Aber ich glaube, die Präzision, die machen wir jetzt als erstes. Wow, kriegt direkt, was weiß ich, wie viel Präzision mit dazu. Das ist gut. So, Schaden hat das Teil wirklich sehr, sehr viel. Wow, Alter. Munitionskapazität könnte man ruhig auch mal ein bisschen voller machen. So, mehr hat es wohl nicht. Nachladetempo machen wir dadurch auch ein bisschen hoch. Feuerrate, wie gesagt, wenn es schnell feuert, verschießt man nur zu viel Munition auf einmal. Oh, Nachladetempo voll. Sehr schön. Das hier geht trotzdem noch. Machen wir halt doch ein bisschen Feuerrate dazu. Dadurch ist die Waffe auf jeden Fall besser als... Na, zumindest nur im Schaden besser. Okay. Dann behalten wir die hier an. Die haben jetzt ausgewählt. Flussfalke haben wir ausgewählt. Hatten wir am meisten Schaden. Das hier hätte mehr Schaden und mehr Haltezeit. Und weniger Zielgeschwindigkeit. Fuchsbogen. So ein Bonusbogen, genau wie diese Bogen des Fuchsbands. Ich glaube, wir behalten lieber das. Okay. Dann können wir ja weiter. So, wir wollten da hoch irgendwie. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Habe ich davon die Sachen verkauft? Okay, hier kann ich nicht hoch, so gesehen. Nein, geht nicht. Wie komme ich da rauf zu den Federn? Vielleicht von hier? Ach, hier sind wir jetzt. Vielleicht gibt es hier sowas wie so eine Art Geheimweg, um darüber zu kommen, aber es sieht nicht danach aus. So, jetzt kann ich das immerhin wieder einsammeln. Ach da. Hui. Können da aber einfach nicht hoch. Das verstehe ich nicht. Wie soll man zu den Federn kommen? Wahrscheinlich können wir die runterschießen vielleicht, ne? Das ging zumindest beim zweiten Tomb Raider-Teil auch. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Versuchen wir das einfach mal. Oder ist hier irgendwie was? Nee, ne? Ich sehe ja leider nicht, wo man über hochklettern kann. Das ist ja das Problem. Wir laufen einmal hier so durch. ¿Tiene algo que quiera comerciar? Super, von hier aus kann ich nicht schießen. Doch, kann ich. Ah, da sind sie. Zählt aber nicht. Das ist nicht das, was gesucht wird. Der Adler schwebt hier auch nicht mehr. Gut, dann weiß ich leider nicht, was sagen hat. Keine Ahnung, vielleicht einfach nur, dass es hier Adlerfedern gibt. Ich weiß es nicht. Dann gehen wir jetzt weiter. Auf geht's.
Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Interessant. Wie bei Star Trek. Toll. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Trinity ist natürlich wieder ein bisschen schneller. So, wir gehen erstmal hier hinter. Ich will noch mal schauen, ob es hier nicht noch irgendetwas zu sammeln gibt. Was schwer zu sehen ist oder so. Mach doch mal dein Lämpchen an. Wobei, ich kann gerade so alles erkennen. Aber hier scheint wohl nichts zu sein, oder? Ein Wandgemälde, links neben mir, so gesehen. Ich sehe allerdings keines. Ist dann wahrscheinlich draußen. Schneller rennen kann ich hier leider nicht. Wie kann ich anders schneller gehen? Das hier ist mir übrigens neu, hier war ich noch nicht. Der Sound hört sich ja echt toll an. Okay, vielleicht ist das Wandgemälde unter uns gewesen. Warum wir nur hier so langsam laufen können, das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Oh, man sieht mich schon wieder gar nicht mehr. Hallo. Da haben wir das Wandgemälde. Ein Steinabrieb über den Tempel des Todes. Vom Leben bis zum Tod, vom Vollmond bis zum Neumond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Dieser Tempel hier, wo ich jetzt gerade bin? Ich meine, ich bin jetzt nicht weitergelaufen. Ich glaube, bin ja hier somit wieder zurückgelaufen eigentlich. Das Gold da dahinter, oder? Achso, ich bin jetzt wieder zurück. Okay. Im Video kam mir das nicht so vor, dass es so ein langer Weg war bis nach oben. Und hier geht's wieder langsamer. Okay. Doofe Sache. Würde ja auch gern ein bisschen schneller gehen, aber es geht wohl nicht. Okay, mehr scheint es hier wohl nicht zu geben, aber... Nein, da oben haben wir nichts. Hüpfen geht nicht, rennen geht nicht. Warum auch immer. Hier drin ist doch gar nichts. So, hier geht's wieder.
Da unten leuchtet, sehe ich gerade. Schwalbensprung. Drücken Sie Leertaste, um zu springen. Danach drücken Sie C. Okay. Haben wir unten denn noch mehr? Da haben wir noch ein bisschen Bergungsgut. Das ist ja jetzt sehr gut leer gegangen bei mir. Was haben wir da? Ach ja. Ich glaube, hier geht's weiter. Ja. Beziehungsweise hier geht's auch weiter. Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander. Tut mir leid, Sir. Manchmal kann man hier Sachen echt so spät erkennen. Gerade hier so die Wände, ob jetzt Erz ist oder sowas. Das ist ein Stein, ne? Ja. Hallo, Stein. Oh, hier haben wir Erz. Fünfmal Gold. Ja, sehr gut. So, mehr gibt es hier unten wohl nicht. Zumindest habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Hier denke ich mal auch nicht. Okay, hier ist gerade Trinity entlang gefahren. Oh, Müllhammer. Ich muss jetzt immer zweierlei gucken, ey. Einmal unter Wasser und einmal über Wasser. Aber ich finde es cool, dass man jetzt auch unter Wasser gucken kann. Dadurch können wir hier mal bei den Fischis sein. Ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ich würde mal sagen, da muss ich durch. Oh. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Immer dieser Generator. Wir sollen unter Wasser suchen. Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit. Wollen wir uns dann jetzt mit Raumausrüstung oder so? Besser. Einige Unterwasserdrohnen. Ich wüsste zu gern, was hier vorgeht. Du kommst auch mit schwimmen. Man sieht mich ja gar nicht. Zentrale hier Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Huch, Feinde? Zwei Stück, wie ich sehe. Okay. Nehmen wir mal unsere neue Waffe. Hm.
War's das? Scheinbar noch nicht, sonst würdest du die Waffe wegstecken. Wiederum haben wir uns aber auch noch nicht alles angeguckt. Wir müssen natürlich vorsichtig sein, ne? Von daher, dass wir immer erst beim letzten Lager wieder anfangen. Das ist dann natürlich schon beschissen, wenn wir irgendwie sterben. Aber hier in dem Bereich scheint es das so gewesen zu sein. Oh, was haben wir denn hier? Endzeit, einmal in dem Fest von Trinity. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Außer ihr wollt meine Meinung wissen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Also, ja, wir sind über die Zeit, wir sind bei 22 Minuten. Das war also Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von der Gameplays als Hobby in 2K und Ultra. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr schon das nächste Mal wieder einschalten. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder das nächste Mal. Und dann geht es auf jeden Fall weiter mit Schießen, nehme ich mal an. Jetzt haben wir gerade angefangen mit Schießen, aber wie gesagt, leider ist die Aufnahmezeit vorbei. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und dann sehen wir uns, wie gesagt, das nächste Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.